Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Dark Tea of Tume anzunehmen bei Savendriana. Das ist diese Dame hier in der Drachenöde an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video wird euch auch helfen in WoTLK Classic. Man soll hier drei Urtume von Lothalor stärken. Das sind diese Urtume, die so verwirrt sind. Um die zu stärken, muss man zuerst diese Wandler der Wandler der Waldländer anquatschen. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal. Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Nun muss man diese Wandler der Waldländer looten. Und ihr bekommt Borke der Wanderer. Kann man sich auch in die Leiste ziehen. Obwohl ich glaube, man muss immer eine andere Borke benutzen. Das heißt, wenn ihr einen anderen Mob tötet, oder es könnte sein, dass ihr diese Borke auch direkt nach dem Anquatschen bekommt, ohne dass ihr den Mob bekämpft, dann könnte es sein, dass ihr dieses Item speziell benutzen müsst. So, Urtum von Lothalor angeklickt und diese Borke benutzen. Zack, hat gezählt, 1 von 3. Weiter geht's. Ihr seht, Questgebiet ist ziemlich klein eingezeichnet. Allerdings, diese Wandler laufen auch außerhalb. Okay, der ist wieder aggressiv. Wieder töten und looten. Und dann laufe ich zu diesem Urtum. So, hier benutzen. Erledigt. Es wäre cool, wenn noch so ein Wandler freundlich wäre und mich nicht sofort angreift. Dann könnte ich das euch auch zeigen. Nö. Alle wollen bei mir kämpfen. Okay. Und hier Urtum. Und nochmal Quest-Item. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Das ging doch flott. Oder was sagt ihr dazu? Natürlich zeige ich euch noch, wo man diese Quest abgibt, sonst wäre das Video ja unvollständig. Das wollen wir nicht, oder? So, hier entlang. Und schon sollte ich gleich da sein. Hier. Quest ist abzugeben bei Savendriana in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!